Willkommen zurück im Jahr 1095 nach Christus. Auf den Spuren von König Artus sind wir immer noch. Wir wollen dieses Vermächtnis von König Artus gerne als Legende etablieren. Dafür müssen wir noch illuster werden. Wir sind kurz davor, dass wir diese Legende starten können, aber es gab auch Rückschläge im Leben. Zwei unserer Töchter sind gestorben und jetzt befinden wir uns im Krieg mit dem König. Den Krieg, den wir eigentlich nicht wollten, aber eventuell haben wir nicht genau aufgepasst, dass wir ja quasi mit seinem Mitwasall... Ja, mit einem Mitwasser in den Krieg gegangen sind, der verwandt ist mit dem König und... Ah ja, es ist kompliziert. Jetzt sind wir mit dem König im Krieg und warten auf unseren Verbündeten. Aber ich glaube, das wird nicht reichen. Die Frage ist, sollten wir Artus... Wir könnten Artus tatsächlich mit jemandem aus Frankreich verheiraten. Das wäre natürlich ein starkes Kapetinger Königshaus. Mit einer der Schwestern, wenn ich das richtig sehe. Isabelle von Frankreich? Die Orthodoxe? Wieso? Die sind alle orthodox? Wieso? Okay, danach kämen schon die Bayern. Die Bayern sind aber sehr weit weg. Was ich wieder etwas schwierig finde. Und der Rest ist sehr weit weg. So. Oh, die ist schon feige. Prinzessin Melisande. Melisande ist auch ein spannender Name. 8 Jahre jung. Scheint aber ganz gut bei ein paar Punkten geeignet zu sein. Sie sind verwandt und später steht ein Risiko von 0,3%, dass ihre Kinder inzüchtig werden. Die Kapetinger und das Haus Wessex sind verwandt, das wusste ich nicht, aber okay. Nun, das ist ja nicht unüblich zu dieser Zeit. Wir brauchen Frankreich gegen England in diesem Krieg, wir brauchen sie. Wir werden dieses Verlöbnis schmieden. Ah, und Nadine wird erwachsen, sie wird aber wie ihr Vater nur ein zäher Soldat. Und wir mal einen Anspruch noch bekommen, oder? Fantastisch. Unser Verbündeter hilft uns. Wir versuchen uns hier zurückzuziehen. Ist denn der König noch irgendwo in einem anderen Krieg? Ah, der ist auch noch in einem anderen Krieg verstrickt. Aber die Armee des Königs ist hier unten schon und sammelt sich, glaube ich. Da müssen wir jetzt also aufpassen. Aber um den Krieg jetzt hier leichter zu gewinnen, warten wir gerade noch auf die Rückmeldung. Bündnis geschmiedet, jawohl. Wir haben jetzt mit Frankreich ein Bündnis. Und oh Gott, das kostet uns so viel Prestige. Aber wird das unseren Illusterruhm auch verringern? Aber wir brauchen sie. Schauen wir mal. Senkt das wieder die Chance auf Illuster? Nee, eigentlich so gut wie kaum. Gut. Das ist dann nicht so schlimm. So, wir führen hier nochmal eine kleine Schlacht tatsächlich gegen den Feind. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wir stehen kurz vor dem Tod. Wir stehen kurz vor dem Tod. Typhus. Hat uns heimgesucht. Der Arzt muss jetzt entscheiden, was zu tun ist. Ich würde sagen, in dem Fall ist es für Vorsicht zu spät. Eine riskante Behandlung. Ja, eine riskante Behandlung. Tut es! Tut es! Ausgewogene Säfte. Die Behandlung war fast so unangenehm wie meine Symptome. Beim üblen Gestank ihrer Flatulenzen wollte ich mir die Nase zuhalten. Eine Ziege! Aha, das ist die Behandlung. Ich fühle mich viel besser. Stark gelinderte Krankheitssymptome. Rettet uns das? Oder sterben wir jetzt? Oh mein Gott. Sterben wir jetzt und erleben dann die Geschichte des jungen Artus, der erst 2 Jahre jung ist und wir dann aber nicht die Sage gründen können, weil wir kurz eigentlich davor waren? Nein, nein, nein. Das wäre so tragisch. Das wäre so tragisch. Der König von England jagt uns schon mit seinen Truppen. Unsere... Wieso sind die französischen Verbündeten in Schottland? Sind die in einem anderen Krieg für... Ah, sie sind in einem anderen Krieg gegen Schottland. Das ist ungünstig. Wir ziehen uns in den Norden zurück. Wir sollten vielleicht die Armee nicht anführen. Aber können wir noch irgendwas tun, dass wir nicht sterben? Vielleicht kann ich mein Kind noch irgendwie unterrichten. Ihm noch was Wichtiges mit auf den Weg mitgeben vielleicht? Oder sterben wir jetzt? Ich weiß es nicht. Wir sind schwer krank.
Gut, er ist nicht alt genug. Erst mit 4 Jahren könnten wir ihm eine Persönlichkeit weitergeben. Ach, verflucht. Eine andere Legende über den Heiligen König könnten wir beginnen. Aber das... Nein, nein, nein. Freunde, wir haben uns jetzt so auf die Artus-Saga eingeschossen. Und wenn es noch länger dauern möge, dann ist es so. Was hören wir aber hier? Von Weltlegenden. Hunnische Herkunft, Tiertöter, Drache. Oh, angeblich hat Amir al-Umara scheinbar einen Drachen getötet. In Marrakesch wurde ein Drache erschlagen. Berühmt. Die Legende von Prinz Ibrahim von Tanger ist so groß und weit wie die Welt. Denn seine Taten sind unvergleichbar. Nachdem er von den vagen Gerüchten gehört hatte, dass die das Land heimsuchten, fasste sich Ibrahim ein Herz, um das schwierige Unterfangen zu vollenden. Prinz Ibrahim von Tanger überblickte einen Ort mit seinem Gefolge und es dauerte nicht lange, bis er genau den richtigen Ort fand. Das Tier, ein Drache, war bereits zugegen und trank aus einem Bach. Es hob den Kopf und stürmte rasch auf Ibrahim zu. Es war hungrig, doch Ibrahim war schneller und mit einem geschickten Hieb tötete er die Bestie. Die Heimreise war nicht einfach, doch Prinz Ibrahim erreichte die Stadt unter triumphalen Gesängen und nun, lasst uns alle jubeln. Ha. Hunnische Herkunft gibt's auch noch. Warte mal, ist das aber woanders? Tanger. Wo genau? Oder das wird noch verbreitet. Ah, das wird noch verbreitet. Hier. In Marrakesch. In Tanger war das. In Marokko. Die hunnische Herkunft, die ist schon abgeschlossen. Blush wurde in ein großes hunnisches Geschlecht hineingeboren, um über das Kaiserreich von Kassaria zu herrschen, wie es seine Vorfahren taten. Nachdem er von den vagen Gerüchten gehört hatte, die das Land heimsuchten, fasste sich Blush ein Herz, um das schwierige Unterfangen zu vollenden. Blush wurde immer wieder von Bösewichten in den Hinterhalt gelockt und belästigt, die ihn an seiner rechtschaffenen Suche hindern wollten. Viele Male musste Blush nach einem Überfall in der Gefangenschaft darüber darben und wurde so an der Verfolgung seines edlen Ziels gehindert. Doch damit war die Geschichte noch nicht zu Ende, denn Blush hat sich auf den Heimweg gemacht. Ah, er half irgendjemanden. Unter großen Anstrengungen arbeitete Blush unermüdlich daran, das Kaiserreich Kassaria in einer Vision hunnischer Vollkommenheit zu verwandeln. Nur dank der legendären Taten von Blush jubelte das Volk des Kaiserreichs Kassaria. Aha. Interessant. Aber gut, weniger spannend jetzt für uns, denn scheinbar sind wir dem Tode nahe, da Typhus uns erreicht hat. Unser Hofarzt kümmert sich. Ah, Seuchenbändigen. Ja, das hätten wir natürlich ihm sagen können. Ah, aber jetzt ist es zu spät. Wir sind an der Typhus erkrankt. An Typhus erkrankt. Das Fleckfieber mit Ausschlägen. Dann werden wir wohl sterben. Wieso sind wir mit Gwynedd im Krieg? Ach du Schande. Die sind auch noch in diesem Krieg. Vielleicht ist ein weißer Friede denkbar? Nein, er will das nicht akzeptieren. Oh je. Aber wenn wir kapitulieren... Oh mein Gott, wir müssen 400 Gold zahlen. Wir verlieren auch unseren Anspruch. Im Zweifel wäre das natürlich eine Variante. Das ist richtig. Wo bleiben unsere Verbündeten? Die 3000 Truppen sind auf dem Weg. Das Problem ist, gegen die 2000 stecken wir jetzt fest. Weil ich kann ja jetzt hier nicht in den Norden fliehen. Wir haben auch keine Hügel hier. Wir haben höchstens irgendwie Wald. Ebene. Bekommen wir noch eine gute Waldverteidigung hier irgendwo? Sie gehen aber in den Süden. Das ist erstmal gut. Es bleibt uns gerade nichts anderes übrig, außer abzuwarten. Und dem Tode ins Gesicht zu schauen. Leofwelt ist an Typhus gestorben. Jetzt sterben sie alle. Unser ganzer Hof an Typhus. So sterben sie alle an Typhus. Können wir denn nichts dagegen tun? Uns fällt nichts mehr ein, was wir gegen das Ebenenfieber tun können, Typhus. Ah je, der Feind hat große Truppenzahlen jetzt um sich vereint und unsere Verbündeten brauchen wohl noch länger, habe ich das Gefühl. Wir sollten aber mit einer Belagerung mal beginnen hier von England. Wir starten mal mit der Baronie von Derby. Denn da unten die Belagerung werden wir auf jeden Fall verlieren. So viel steht fest. Power- und Pöbelfraktion. Oh, die Feinde marschieren in den Norden. Die wollen wohl gegen uns kämpfen. Wir werden uns zurückziehen. Und wir haben überlebt!
Ich lebe auch morgen noch, das ist ein Wunder. Wir haben die Krankheit Typhus überwunden. Das ist ein Wunder, jetzt können wir unsere Armee auch wieder selbst anführen. Wir haben 4500 Truppen, damit 2000 zu wenig. Aber die Franzosen kommen, wenigstens nur mit der Hälfte ihrer Truppen, das könnte reichen. Wir brauchen es jetzt mehr denn je, wenn uns der Engländer angreifen will. Wo wollen die hin? Dort oben, na gut, dann marschieren wir da jetzt hin. Und verbinden uns mit den französischen... Ah, Warwickshire. Das war ja zu erwarten. Die Frage ist, wie lange hält Warwickshire durch? Auch nur 3 Monate. Ja, wenn Warwick... Wenn Warwick fällt und Artus in die falschen Hände gerät. Das gefällt mir nicht. Das wird eine knappe Sache werden. Ah, sie ziehen sich aber weg. Oh Gott, wir haben ein Glück. Wir haben ein Glück. Warwick ist gerettet und wir haben eine Belagerung gleich gewonnen. Aber hilft uns der Rest vielleicht, in den Süden dann zu marschieren, wenn es drauf ankommt? Wir werden noch eine Belagerung jetzt gewinnen und dann werden wir in den Süden marschieren, hoffe ich. So, folgt ihr mir mal bitte alle? Jawohl, jetzt kommen sie alle, sehr schön. Also denn, wir versuchen eine Schlacht zu schlagen gegen erstmal die kleine englische Armee dort in Warwick. Dann wird die große kommen, aber auch unsere Verbündeten kommen. Das könnte eine alles entscheidende Schlacht werden, meine Freunde. Haben wir noch Truppen, die wir ausheben können? Wir werfen jetzt alles in den Krieg, in die Schlacht. Oh, der Gegner ist leider auch stark. 25 Befehlshaber Vorteil. Aktuell haben wir noch mehr Truppen. Was ist denn mit den Franzosen? Die 1900 Franzosen kommen nicht dazu. Los, los, los. Ihr müsst rein in die Schlacht. Auf was wartet ihr denn? Wir brauchen euch. 1900. Oh mein Gott, ist das eine knappe Schlacht ohne die 1900. Zaratsspitzel ist gestorben. Ah, unsere Schwester. Einverstanden. Cunbert. Aber wieso kämpfen jetzt die Franzosen nicht? Sie stehen nur daneben und tun nichts. Was ist eigentlich mit denen? 2 Monate. Los, reinmarschieren. Jetzt marschieren die Franzosen auch wieder. Kurz bevor wir die Schlacht gewonnen haben, kommen die Franzosen. Unfassbar. Die ist wohl kein großer Verlass. Aber wir gewinnen immerhin die Schlacht. Gegen den König. Ich hoffe mal, er respektiert das, dass wir dann gegen ihn gewinnen. In der Schlacht werden wir ein großer Stratege. Die Frage ist, ob wir uns jetzt einer neuen Sache zuwenden. Wir könnten natürlich noch versuchen, galant zu werden, aber ich sehe uns eher jetzt, nachdem wir so viel mit Krankheiten befallen waren. Ich meine, wir haben schon einmal erfolgreich die Schwindsucht und Typhus überlebt, ob wir uns jetzt nicht auf den gesunden Körper vielleicht konzentrieren. Oh, und die Pädagogik. Das wäre spannend, die Pädagogik. Gleichzeitig ist natürlich auch das Thema zur Herrschaft erzogen immer noch spannend. Kinder erhalten 1 bis 3 zusätzliche Werte. Aber das wäre dann halt für 5 Jahre, dass wir noch irgendwie diplomatisch unterwegs sind. Und danach könnten wir noch wechseln auf Bildung. Dann machen wir das doch so. Dann nehmen wir jetzt erstmal Diplomatie, danach Bildung. Wir wollen Artus so gut es geht erziehen. Ah, und wir brauchen auch noch Prestige. Dann passt es doch auch vielleicht, dass wir noch schneller die Artus-Saga hinbekommen. Fokus auf Majestät für 5 Jahre. Das heißt, im Jahre 1001 müssen wir dann auf Bildung ändern. Einverstanden. Gut. Es ist entschieden. So, und wie sieht es eigentlich aus? Immer noch nicht Illuster. Wo marschiert jetzt eigentlich der Gegner hin? Ich habe keine Ahnung. Wir könnten aber versuchen, die Hauptstadt zu erobern. London. Ein angehender Unruhestifter. Okay, rauflustig. Das Problem ist, dass ich, wenn ich ihn halt ausbilde, dann wird er maximal auch nur 2 Kriegsführungen erhalten. Die Frage ist also, ob wir ihn langfristig eher von jemandem ausbilden lassen, der in der Kriegsführung wie Earl Ethelthayer ein brillanter Stratege ist. Er wäre besser als wir dafür geeignet.
Vielleicht in ein paar Jahren, dass wir Earl Ethelthayer die Endausbildung machen lassen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. So, hier würden wir 100 Verluste haben. Das heißt, wir... Welche Festung ist denn... Welche Festung ist hier uns im Weg? Die untere? Irgendwie... Eine Festung, die die andere irgendwie jagt. Na gut, dann belagern wir jetzt erstmal hier eine Festung und dann da unten und dann werden wir uns nach London vorwagen. Das ist jetzt der Plan. Einverstanden. So, die Verbündeten bleiben hoffentlich in der Nähe, weil ich glaube, das war nicht die letzte Schlacht, die wir geführt haben. Denn der englische König kommt. Oh ja, und er will in die Schlacht. Wir müssen sofort helfen. Auf in die Schlacht. Schnell. Schnell. Mit allen Truppen. Jawohl. Auch die Schlacht verliert König Robert. Vielleicht ein größeres Zeichen für Legitimität, für was uns betrifft. Wieso wird uns gesagt, dass wir angeblich drei Artefakte haben? Wir haben doch nur ein einzelnes. Komisch. So, wir machen wieder die andere Belagerung. Aber die werden gleich wieder angreifen, schätze ich mal. Ja, natürlich greifen sie gleich schon wieder an. Ja. Diesmal machen wir es aber ein bisschen schlauer. Ich lasse ein paar Truppen zurück. Ne, nicht halbieren. Eine ganz kleine Armee. 5 Truppen. Der Rest kommt mit mir mit. Schnell in die Schlacht, schnell in die Schlacht. Wir verlieren das Ganze, wir brauchen unsere Verbündeten. Oh Gott, ist das eine knappe Schlacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir gewinnen zwar, aber unter hohen Verlusten dieses Mal. Eieieiei, wir hatten sehr hohe Verluste. Das wird nicht noch einmal gut gehen. Jetzt haben wir schon wieder eine Freiheitsfraktion. Wer ist denn hier schon wieder unglücklich? Die neue Gräfin. Will die in den Rat oder was ist euer Problem? Scheinbar will sie das. Wir könnten ihren Titel aberkennen. Aber das würde uns Tyrannei bringen. Das lassen wir mal. Ich versuche sie mal zu beeinflussen. Vielleicht können wir sie wieder ein bisschen beruhigen. Na, oh, sie greifen schon wieder an. Ah, nee, diesmal nicht. Diesmal wollen sie Warwick belagern. So. Wir haben die Belagerung gewonnen. Wir helfen noch schnell bei der anderen und dann marschieren wir nach Warwick für eine weitere Schlacht. Achso, halt, wir werden alle natürlich vereinen hier. So, mitkommen. Mitkommen, Männer. Wir müssen den Feind in Warwick gleich angreifen. Ja. Zieht sich schon zurück. Gut, wenn er sich zurückzieht. Auf nach London. Auf nach London. Nein, unser Hofarzt ist gestorben. Das, oh mein Gott, das war Onlaf, das gelehrte Orakel. Was wollen wir denn jetzt tun? Um Himmels Willen, wir brauchen einen neuen Hofarzt. Aldebert. So soll es sein. Hoffen wir aufs Beste. Hoffen wir aufs Beste. Ausbildung von Egbert endet. Ja, und auch ihn habe ich nur zu einem zähen Soldaten ausgebildet, oder? Ah, nee. Ein flüchtiger Schatten ist er geworden. Oh. Interessant. Interessant. Na, während wir in einer Armee sind, können wir natürlich die anderen Sachen nicht machen. Das ist richtig. Können wir denn kurz mal aus unserer Armee rausgehen? Ja, wir werden mal ein bisschen Anspannung abarbeiten. Das ist nicht genug, denke ich mir, als ich die Übungen mit dem Schwert beende. Ich habe mich pausenlos ertüchtigt, doch ich werde einfach nicht müde. Ich brauche wohl eine größere Herausforderung. Ja, etwas Größeres oder vielleicht etwas Schwereres. Etwas, was mich mit Sicherheit ermüdet. Ich werde besonders schweißtreibendes Schwert ertüchtigen. Oh, gute Übung. Mittlerer Gesundheitsbonus und 42. Oder Artus, komm her. Ui, ich oder Artus könnten verwundet werden. Na, das ist mir aber ein bisschen zu riskant. Und Artus bekommt dadurch ja nichts Sinnvolles. Ist es mir das Geld wert? Ich würde sagen, das Geld ist es mir wert für 75 Gold.
Und wir werden nochmal mit unserer Vertrauten auch sprechen. Was wieder einige nicht so gut finden. Aber dafür haben wir jetzt unseren unsere Anspannung endlich abgearbeitet. Final. Es wurde aber auch Zeit. Aethelthaer ist verstorben. Nein, unser Ratsmarschall. Ah, dann wird wohl Aethelflaed die Ratsmarschallin werden, was sie sich gewünscht hat. Es sterben viel zu viele hier. Oh, und wir verlieren hier gleich. Belagerung. Wir haben aber einen Artefaktkopf von St. Edmund uns angeeignet. Ah, das sind die Artefakte, die wir nicht anschauen können. Hofartefakte. Ah ja, St. Edmund. Durch die Belagerung von London. Und dann marschieren wir gegen die Engländer wieder in die Schlacht. Ah, jetzt haben wir gleich zwei Belagerungen natürlich verloren. Das ist bitter. Ne, das hier betrifft uns ja nicht. Wo wollen die Engländer denn jetzt hin, frage ich mich. Wollen sie Warwick wirklich belagern? So. Auf geht's. Auf in die Schlacht. Mit unseren Verbündeten gewinnen wir auch diese Schlacht gegen die Engländer. Also, gegen unseren König. Haben sie das aber nicht gerade groß noch was gebracht. Ich sehe, hier unten müssen wir noch eine Schlacht führen, denn London verlieren wir sonst wieder. Vor allem, wie schnell wir auch einfach London verlieren. In 50 Tagen kommen wir da überhaupt noch rechtzeitig. Ja, gerade so, wie es scheint. Eine weitere Schlacht, die wir gewinnen. Ist jetzt England unser Hauptkriegsgegner? Ja, ne? Ja, ja. Und wir haben ja sogar den Hauptsitz erobert und das bringt uns leider nicht so viel, wie ich erhofft hatte. Buckinghamshire, Herefordshire. Warte mal, Buckingham? Ah, Buckingham. Ja klar, das müssen wir zurückerobern. Das ist richtig. Wir werden mal hier Buckinghamshire zurückbelagern. Ratskanzler hat die Meinung mit dem Herzog verbessert. Das ist gut. Der kann aber mal ein paar heimische Angelegenheiten machen und da noch Beziehungen verbessern. Hier kommt es zur Schlacht. Das schaffen aber, glaube ich, meine Verbündeten aktuell alleine. Ja, doch. Das müssten sie auch alleine schaffen. Fantastisch. Dann konnten wir nämlich die Belagerung mal weiter fortführen. Sehr gut. Dann haben wir Buckingham gleich zurückerobert. Haben wir geschafft. Dann helfen wir mal hier noch, dass das schnell gewonnen wird, die Belagerung. Wir sind wieder bei 50%. Sehr gut. Ist aber ein großer Krieg, der uns sehr viel kostet. Ah, 100%. Fantastisch. So. Können wir denn eine Geisel fordern vom König? Nein. Na gut, dann werden wir jetzt Forderungen erzwingen. Wir bekommen unser Earltum noch. Ja, Mercia sieht jetzt natürlich nicht so schön aus. Und wir haben jetzt aber die Legitimität erhalten. Stufe 3. Oh, wir sind immer noch nicht in Luster. Nun gut, aber wir halten jetzt zwei Herzogtümer und 5 Grafschaften. Das ist doch gut. Wir müssen erstmal Buckingham wieder Kontrolle erhöhen. Und endlich gibt es Frieden, meine Freunde. Endlich gibt es Frieden mit dem König. Das wurde aber auch Zeit. So, und wir wollen noch mehr Illuster werden. Dementsprechend sollten wir vielleicht noch eine Jagd. Ich habe keinen beizusetzenden Leichnam ausgewählt. Die Jagd würde uns am meisten, glaube ich, bringen. Wir planen mal eine Jagd. Leider keine legendäre Jagd, aber ich würde eine normale Jagd planen. Wurde nicht vor einiger Zeit hier irgendwo was gesichtet? Wald, kein Besitztum. Ah ja, hier Jagd, Revier und Sichtung eines Hasen, aber hohe Entwicklung und Forstwirtschaft. Damit sind wir aber trotzdem noch bei plus 4 Plussen und 4 Plusse, entschuldigt. Und hier sind wir bei 3 Plus. Richtig, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Dann ist das hier immer noch das Beste. Brauchen wieder einen neuen Karawanenführer, Eggert. Das ist nur eine kurze Reise. Oh, wir könnten aber hier mal ein bisschen mehr Geld ausgeben. Erhöhte Chance. Das ist schon sehr viel Gold. Aber ja, komm. Wir machen jetzt mal eine ganz große Sache. Das kostet uns jetzt sehr viel Gold. Und
Unser Ziel ist es, dieses Mal die Bestie zu erlegen. Wir wollen eine legendäre Geschichte vielleicht für Artus dann erzählen. Wir beginnen die Jagd. Ein neuer Anfang. So sei es. 45% Erfolgschance. Ratseinladung. Ratsspitzel. Oha. Ratsspitzel des Königs. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Passt eigentlich nicht zu unseren Eigenschaften so besonders, aber nun gut, so sei es. Gefangene können noch Lösegeld bringen. Oh, Anselm. 100 Gold. Einverstanden. 30 Gold. Der Vogt. Und der Herzog von Osmund. Den würde ich fast in meinem Kerker lassen, falls wir da... Da haben wir auch noch einen Anspruch. Und wir haben auch noch hier einen Anspruch. Also, Kriege können wir noch genügend führen nach der Jagd. Aber unsere Truppen müssen sich sowieso noch erstmal erholen. Und wir müssen auch hier unsere Sachen stationieren, Einheiten. So. Damit haben wir das erstmal alles stationiert. Und was ist bei der Jagd gerade los? Nichts Spannendes scheinbar. Fünf Monate, bis sie beginnt? Wieso dauert denn diese Jagd so lange? Wahrscheinlich, weil wir so viel Geld ausgeben und sie so groß ist. So, wir lehnen das jetzt erstmal ab mit Herzog Osmund. Das haben wir im Blick. So, bald können wir bei Diplomatien einen Vorteil uns holen. Und dann viel mehr können wir wahrscheinlich gar nicht machen. Weil dann müssen wir schon wieder wechseln. Innovation entdeckt. Kriegssattel. Ein Moment. Ja eben, wir sind noch bei der Heraldik. Ja. Dauert aber noch ein bisschen. Ist doch mal schön, eine Zeit lang Frieden auch zu haben und nicht schon wieder Krieg. Unsere Soldaten müssen sich auch ein wenig erholen von all den Kriegen. Ich habe so das Gefühl, wir sind kein Edgar, wir sind ein Uther. König Uther, der Vater von König Arctus. Schauen wir mal, was uns aus unserem Artus hier wird. Ah, hat schon viel Kampf geschickt. Das ist doch schon mal nicht schlecht. So, Jagd. Hase aufspüren. So, trivial. Ich möchte mit Elan jagen. Ja, mit Elan finde ich gut. Es verringert aber die Erfolgschancen. Wobei halt hier der Hase gesichtet wurde, ne? Aber mehr Prestige wäre schon auch gut. Leidlich sicher. Ein Wolf. Ah komm, wir suchen den Hasen. Komm, wir wollen Erfolg haben. Ein Hase wurde gesichtet. Sumpfige Begegnung. Der Boden wird feucht. Plötzlich tritt aus dem Grünen herum ein Hühne von einem Mann. Oh, ah, aber kein guter Kämpfer, nur ein Riese. Erklärt euch, ruft er. Was habt ihr in meinem Sumpf verloren? Euer Sumpf. Ihr haltet einen ortskundigen Führer. Aha. Endlich etwas zum Jagen. Was? Nein. Aus dem Weg. Faules Landei. Naja, wir sind Jäger und wir sind ziemlich eigentlich ortskundiger Führer. Jagderfolgschance. Aber dann erhöht doch sich unsere Jagderfolgschance. Ja, dann machen wir das. Ortskundiger Führer. So, in die Enge getrieben. Perfekt. Wir haben den Hasen in die Enge getrieben. Hinterher, wir reiten los. Diese Vorgehensweise ist gefährlicher, aber Erfolgschance ist erhöht. Nee, das machen wir. Wir sind tapfer. Wir sind tapfer. Wir machen das. Unser Sohn soll sehen, wie tapfer sein Vater ist. Das verdammte Ding ist weg. Wie konnte das passieren? Wir haben versagt. Ist dieses Abenteuer fürs Erste hinter uns? Na toll. Das war nicht die... Oh, wir sind so kurz vor der Ruhmstufe Illustra. Es hat nicht geklappt. Aber wenn wir noch einen Krieg gewinnen, dann sollte es klappen. Tierischer Kampf. Helft ihm Egger. Dieser Mann hat meine Hilfe verdient. Wir könnten auch verwundet werden. Aber komm, wir sind tapfer. Auf geht's! Oh, wir wurden vom Wolf zerfleischt. Und wir haben die Eigenschaft verwundet bekommen. Eieieiei. Schwerer Gesundheitsmalus sogar. Ah, wir haben aber die Eigenschaft direkt verloren durch unseren Hofarzt. Na, zum Glück. Zum Glück. Gut. So. Wo haben wir jetzt noch Ansprüche? Ah, warte mal. Wenn wir doch jetzt den schon im Kerker haben... Ah, ich kann keinen Krieg erklären, wenn wir den im Kerker haben. Freilassung verhandeln. Ja gut, nee, dann fordere ich einfach Gold. Und dann greife ich ihn direkt an, würde ich vorschlagen. Ach stimmt, wir haben aber hier nur noch die teilweise Ansprüche. Fürs Herzogtum von Mercia. Kostet uns auch nichts. Das machen wir. Und da werden wir unsere Truppen direkt hier oben versammeln. Die werde ich selbst anführen.
direkt gegen den Feind marschieren lassen. Oh. Hat sich entschieden, im Süden zu gehen. Naja, wir werden erstmal die Hauptstadt erobern, wobei... Warwick 6 Monate. Hier brauchen wir nur 3 fantastische Neuigkeiten. Dann können wir die Hauptstadt erobern und danach ihn in der Schlacht angreifen. Wir brauchen diesmal auch keine Verbündete. Wie es jetzt hier aber weitergeht, seht ihr beim nächsten Mal. Diesen Krieg wollen wir gewinnen und dann natürlich auch noch den Krieg gegen die Prinzessin von, wie heißt dieses Land? Fürstenturm de Heubart. Doch, de Heubart. Da haben wir auch noch einen Anspruch. Und wenn wir dann dabei sind, können wir auch noch schauen hier gegenüber Wales. Mal schauen. Könnten ein eigenes Königreich vielleicht sogar gründen. Und die Tafelrunde. Wer weiß das schon alles. Beim nächsten Mal könnten wir vielleicht endlich die Legende von Artus starten. Bis dahin alles Gute. Euer Gaius. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, Like und Kommentar würde mich sehr freuen.